dass ein Muslim genau das Gegenteil macht, er schafft Frieden. Warum verhältst du dich so schlimm? Indem du nichts anderes tust, außer zu sündigen. Du lästerst über andere, du lügst, du betrügst, du beschimpfst die anderen, du nimmst Zinsen, du informierst dich überhaupt nicht über deine Religion. Was ist mit einer Person? Zwei streiten sich und dann kommt noch eine dritte hinzu und der gießt nochmal ordentlich Öl ins Feuer. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, dass wir nicht Unheil auf der Welt stiften dürfen. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala wirklich anbetest, dann bist du auch gut zu deinen Eltern. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, meine heutige Khutba handelt sich um das neue Schimpfwort Salafismus. Ein Schimpfwort, welches wir jetzt momentan in den Medien hören, sowohl in den arabischen Ländern als auch in diesen europäischen Ländern. Und wie ihr alle wisst, gab es am Dienstag und am Mittwoch eine Innenministerkonferenz. Da haben sich die Creme à la Creme getroffen, um zu planen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran gesagt hat. Wallahi, wer den Koran liest und wer den Koran versteht, der wird sich nicht wundern über die Zustände, die wir jetzt haben. Ein Ergebnis dieser Innenministerkonferenz. Und auf der Tagesordnung standen auch Themen wie Nationalsozialismus, die NPD, natürlich wieder ohne Verbotsverfahren. Obwohl so viele von ihnen gewalttätig sind und offenkundig ihren Hass gegen die Ausländer bekunden, liebe Geschwister. Und auch die Hells Angels, die für Drogen und Prostitution und Zuhälterei und all diese Waffengeschäfte bekannt sind. Aber das Schlimmste war, dass das wichtigste Thema für die Creme à la Creme, was war? Das Wort Salafismus. Das neue Schimpfwort in dieser Gesellschaft, liebe Geschwister, und auch in anderen Teilen dieser Welt. Und das Ergebnis dieser Innenministerkonferenz war, dass man gesagt hat, wir werden den Salafismus den Kampf ansagen. Ich übersetze, damit jeder versteht. Wir werden den Islam den Kampf bekunden. Und das haben sie gemacht. Denn wer seine Religion gelernt hat, der weiß, dass der Weg der Salaf, und hört mal, wer die Salaf sind, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist Abu Bakr, das ist Omar, das ist Ali radiallahu anhum, und das ist Uthman, und das ist Imam Malik, und das ist Imam Shafi, und das ist Imam Ahmed, und das ist Abu Hanifa. All sie sind die Salaf. Die Creme à la Creme will nicht mehr, dass wir das Verständnis von ihnen in der Religion nehmen. Ein Muslim, er folgt nur Koran und Sunna. Das sind die beiden einzigen Quellen für den Muslim. Nichts anderes darf er befolgen, liebe Geschwister, und mit dem Verständnis der Salaf. Wer hat die Religion am besten verstanden? Waren es nicht die Leute, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen waren? Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, und sowas sagt er nicht aus seinem eigenen Willen, sondern er hat dieses vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt. Und hört bitte zu, liebe Geschwister. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Inna Allah nadhara fi qulubil ibad. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat auf die Herzen seiner Diener geschaut. Und er weiß am besten, wie die Herzen seiner Diener sind. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad. Und er hat das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam als das beste Herz erwähnt. Das reinste Herz erwähnt. فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته. So hat er ihn auserwählt, Allah subhanahu wa ta'ala, und ihn für seine Botschaft entsandt. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلبه. Dann hat er auf die Herzen geschaut nach dem Herzen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hat er die Herzen derjenigen, die seine Ashab waren, seine Gefährten waren, alle, die ihr kennt, liebe Geschwister, er hat sie als die reinsten Herzen empfunden. Allah subhanahu wa ta'ala, فَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيهِ, so hat er sie zu seinen Begleitern gemacht. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ, sie kämpfen für seine Religion. Das ist die Stellung der Sahaba, das ist die Stellung der Salaf. Und wer sich von ihnen trennen möchte, der begeht einen großen Fehler. Waren es nicht die Khulafa? Waren es nicht die Salaf, die nach ihnen kamen, die Tabi'in und Tabi'in? Waren das nicht die besten Leute, liebe Geschwister? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Die Besten sind in meiner Generation. Das sind die Sahaba. Oh, ihr Creme à la Creme, die ihr diesen Islam bekämpfen wollt. Nicht das Wort Salafismus. Sie waren Salaf. Wer waren danach? Und dann die, die ihnen gefolgt sind. Das waren die Tabi'in, die Schüler der Sahaba. Und dann wieder die Schüler der Sahaba. Sie wollen nicht mehr, dass wir ihnen folgen, liebe Geschwister. Was sagte Allah subhanahu wa ta'ala über diese Leute? Er sagte: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Die Ayah sagt alles. Er sagt: die Ersten unter den Auswanderern und den Helfern, Sahaba. Alle waren sie Sahaba. Was ist mit ihnen? Und wer ihnen auf beste Art und Weise folgt? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, er war mit ihnen zufrieden, mit den Salaf, und sie sind mit ihm zufrieden. Und wenn du ihnen auf beste Art und Weise folgst, dann wird auch Allah mit dir zufrieden sein. Hat Allah uns hier nicht gesagt, dass wir diesen Menschen folgen sollen? فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Und wenn sie so glauben, wer die Juden und Christen und alle anderen, wie ihr Sahaba geglaubt habt, dann sind sie recht geleitet. Sonst nicht. Wenn du nicht so glaubst wie die Sahaba radiallahu anhu, wie deine Salaf, dann bist du nicht recht geleitet. Verstehe das, lieber Diener. Ich sage dir nur, was im Koran und in der Sunna steht. Was meine Meinung ist, spielt hier keine Rolle. Koran und Sunna, das sind unsere beiden Quellen. Und möge Allah uns davor bewahren, dass wir den Kuffar gefallen wollen und Allahs Zorn erregen. Möge Allah uns bewahren. Wallahi, wer das macht, liebe Geschwister, und wisset eine Sache: die Juden und Christen werden nie mit euch zufrieden sein. Hört, was Allah sagt: وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Die Juden und Christen werden nie mit dir zufrieden sein. Merkt dir das? Das sagt dir Allah. Wenn du an ihn glaubst, dann lernst du und dann verstehst du, was er dir sagt. Die Juden und Christen werden nie mit euch zufrieden sein, bis ihr Glaubensbekenntnis folgt. Das heißt, du verlässt deine Religion. Salafismus, das neue Schimpfwort, liebe Geschwister. Dürfen wir einfach sagen, wir haben mit dem Salafweg nichts zu tun? Der Beste und der Reinste und der Beste unter der Sonne Allah subhanahu wa ta'ala, ja sogar der Beste unter den Gesandten und unter den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hört mal, was er gesagt hat, als er krank war und zu seiner Tochter Fatima radiallahu anha wa ardaha gesprochen hat. Er sagte zu ihr: wa ni'ma salaf ana laki. Und welch vorzüglicher Salaf, das heißt Vorfahre, ich für dich bin. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu seiner Tochter: ich bin ein vorzüglicher Salafi für dich. Möchtest du dich von diesem Weg trennen? Dann trennst du dich vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möchtest du das? Dann gehst du einen anderen Weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Und wer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem ihm die Rechtsleitung klar geworden ist, sich ihm widersetzt und einen anderen Weg folgt als den Weg der Gläubigen. Wer sind sie? Die Sahaba, die Salaf, radiallahu anhum wa ardahum. Den werden wir aussetzen, was er verfolgt hat. Und wir werden ihn Jahannam aussetzen. Ein heißes Feuer, lieber Bruder und liebe Schwester, spiele nicht damit. Wir werden ihn Jahannam aussetzen. Und wie schlimm ist diese Wohnstätte. Und wenn du willst, kann ich dir einen ganzen Tag Beweise bringen aus Koran und Sunna, dass wir den Salaf folgen müssen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Er sagte, liebe Geschwister, Alaykum bi Sunnati. Ihr müsst meiner Sunna folgen. Und welcher Sunna noch? Wa Sunnati al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiin. Und die Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa. Wie hat der Prophet sallam sie genannt? Rechtgeleitet oder nicht? Eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Tamassaku biha. Haltet an ihr fest. Wa'addu alayha bin nawajid. Und beißt auf ihr fest mit euren Backenzähnen. Du hast die meiste Kraft in deinen Backenzähnen. Halte richtig an ihr fest, will dir der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen. Ich schicke diese Botschaft an alle Muslime. Warum? Weil wir verstehen sollen, dass wir uns nicht vom Weg der Salaf freisprechen dürfen. Wenn die Kuffar das wollen, das ist eine Sache. Aber ob du es tust, ist eine andere Sache, liebe Geschwister. Dieses Land hier wird dir nicht das Paradies geben. Und wird dir, liebe Geschwister, nicht Allahs Wohlzufriedenheit geben, sondern die Art der Praktizierung deiner Religion. Und ich selber habe letztens in der Zeitung gelesen, sie haben einen Bruder, über einen Bruder geschrieben, Alhamdulillah, ist ein Bruder, der Koran und Sunna folgt und von wem wir das Gute kennen. Sie haben über ihn geschrieben, wir haben kein Problem mit seiner Religion, das heißt dem Islam, aber die Art, wie er praktiziert. Ich übersetze euch, liebe Geschwister. Solange du Muslim bist, aber tust, was sie wollen, solange haben sie mit dir kein Problem. Mit anderen Worten, du bist einer, der geht in die Disco, der hat Affären und der macht alles, was diese Gesellschaft auch macht, dann bist du gut für sie. Oder eine Frau läuft ohne Bedeckung herum, trägt keinen Niqab oder trägt keinen Hijab, solange ist sie gut. Schaut mal, subhanallah, vor einiger Zeit hat sich, waliyadu billah, eine türkische Schwester, sie ist trotzdem eine Schwester von uns, wir können sie nicht vom Islam ausschließen, a'udhu billah, aber sie hat sich für ein Männermagazin ausgezogen. Stand in den Medien, liebe Geschwister. Dieses Männermagazin, was sich nur verdorbene Menschen angucken, niemand hat das bis jetzt kommentiert von den Politikern, aber an dem Tag, als diese Schwester sich ausgezogen hat, für dieses Männermagazin und möge Allah diese Schwester recht leiten. Als sie sich ausgezogen hat, auf einmal prasselte es Aussagen von Politikern. Integrierte Muslime. Verstehst du endlich? Du bist integriert, wenn du ihren Gesetzen folgst. Was meinen wir mit ihren Gesetzen? Wir meinen, dass du so bist wie sie. Wenn du das tust, dann mögen sie dich. Und dann haben sie kein Problem mit dir. Aber wenn du dein Gebet machst, und wenn du fastest und wenn du das Gute tust, dann haben sie ein Riesenproblem mit dir. Obwohl sie in ihrer Gesellschaft, in ihrem Gesetz, woran sie sich nicht halten, herein und die Creme à la Creme, glaubt ihr nicht mehr an euer Gesetz? Ihr habt doch etwas wie die Religionsfreiheit. Oder in Klammern, außer für Muslime. Meint ihr das? Dann müsst ihr korrekt mit uns sprechen. Ihr sollt zu uns kommen und mit uns sprechen und nicht über uns sprechen. Weil wir sehen niemanden, der zu uns gekommen ist und uns gesagt hat, wie ist eure Religion? Wie können wir eure Religion verstehen? Wollt ihr uns Andersgläubige denn alle töten? So kam niemand zu uns, liebe Geschwister. Und wallahi, es gibt überhaupt keine Probleme zwischen Muslimen und Andersgläubigen hier. Überhaupt nicht. Aber wer macht die Probleme? Das macht die Creme à la Creme, die ein besonderes Interesse daran haben, dass der Islam, liebe Geschwister, bekämpft wird. Sie wollen das. Allah sagt das im Koran. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden euch so lange bekämpfen, bis sie euch töten. Nein, nicht bis sie euch töten. Hört, was Allah sagt. Bis sie euch von eurer Religion wegkriegen. Du kannst Muslim sein, solange du den Islam wie auslebst, wie sie wollen. Hat Allah dir hier nicht die Wahrheit gesprochen? Fürchte Allah, dass du den Kuffar glaubst und nicht deinem Herrn und einzigen Schöpfer, der am Tage der Auferstehung dich befragen wird, was du in dieser Welt gemacht hast. Liebe Geschwister, hört mal, was dieser Boris Rhein und Co. und Creme à la Creme gesagt haben. Sie sagen, Salafisten, sie meinen was? Was haben wir gelernt? Salafisten sind Muslime. Der Weg der Salaf, das sind die Sahaba, das sind die Tabi'in und Tabi'in. Der Urstein Islam, wie gesagt wird. Alhamdulillah, wir haben erstmal einen Islam. Schaut mal, hier sagt man CDU und CSU, wir sehen, die haben gar nichts mit der Religion zu tun. Aber wir möchten unsere Religion, wenn ihr nicht eure Religion praktizieren wollt, wir haben kein Problem damit, aber wir möchten unsere Religion praktizieren. Sie sagen ein Urstein Islam. Salafisten sind inzwischen die am stärksten wachsende islamistische Gruppierung. Wachsende islamistische Gruppierung in Deutschland. Alhamdulillah. Allahu Akbar sagen wir dazu, weil endlich lernen Leute den richtigen Weg kennen. Weil der richtige Weg im Islam nur einer ist. Und Wallahi gehöre nicht zu denen, die den Sekten folgen. Taftariku ummati ala 73 millah, kulluhum fin nar, illa millah wahida. Qalu wa man hiya ya Rasulallah? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad sagte, es wird in meiner Umma 73 Gruppen geben. Alle richtig? Nein. Der Prophet sagte, 72 gehen ins Höllenfeuer. Und nur eine wird die errettete Gruppe sein. Möge Allah uns von ihr machen lassen. Diese errettete Gruppe, wer denkt ihr, sind sie? Er hat uns die Antwort gegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist nicht von dieser Welt gegangen, bis er uns die Antwort gegeben hat. Ma ana alaihi wa ashabi. Auf der ich bin und meine Gefährten. Allahu Akbar. Salaf, schon wieder die bösen Salaf. Immer diese bösen Salaf. Salaf, 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 Schimpfwort. Neues Schimpfwort, liebe Geschwister. Wir wissen, was sie vorhaben. Und subhanallah, willst du zu dieser erretteten Gruppe gehören, dann muss deine Praktizierung so sein, wie der Prophet Muhammad ﷺ es dir beigebracht hat und wie du diesen großartigen Vorfahren folgst. Denn wenn du das nicht tust, dann hast du den Weg der Gläubigen verlassen. Schaut mal, subhanallah, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, er warnte davor, die vom Salafismus ausgehenden Gefahren zu unterschätzen. Also Nationalsozialismus, kein Problem hier, ja? Hunderttausende, vielleicht Millionen von rechten gesinnten Leuten, die bereit sind zu töten. Kein Problem. Auch die Hells Angels, kein Problem. Fast alle Terrorverhalte in der Vergangenheit waren irgendwie auf Radikalisierungsverläufe mit Salafismusbezug zurückzuführen. Das heißt mit anderen Worten, jeder Terrorverdacht oder jede Terrorsache, die passiert ist, hatte immer den Hintergrund Salafismus. Tayyib. Eine Frage, liebe Geschwister. Hat der Prophet ﷺ uns Terror beigebracht? Wallahi nein. Haben die Sahaba radiallahu anhum uns Terror beigebracht? Nein, aber wir folgen ihnen doch. Also haben wir was mit Terror zu tun oder nicht? Aber es war doch das christliche Abendland, was die erste Atombombe geworfen hat, oder? Es waren doch die christlichen Abendländer, die jetzt in die muslimischen Länder hereinkommen und sie töten und die Frauen vergewaltigen und von Menschenrechten sprechen. Es waren doch die christlichen Abendländer, die Killteams heißen, die Fotos gemacht haben mit toten Muslimen, sie vorher verstümmelt haben und sie dann vorgewiesen haben vor der Kamera, liebe Geschwister. Es waren doch christliche Abendländer. Es sind doch christliche Abendländer, die den Frauen unterdrücken, dass sie ihre Religionsfreiheit ausüben. Hört mal, was Madeleine Albright gesagt hat. A'udhu billah. Die war die Vize-Außenministerin damals in Amerika und das, was sie gesagt hat, steht auch in ihren hiesigen Zeitschriften. Sie wurde gefragt von einer Interviewerin, nehmen Sie in Kauf, Frau Albright, dass jetzt schon 500.000 Kinder und Menschen im Irak umgebracht wurden. Nehmen Sie dieses in Kauf? Sie sagte, ich denke, das war ein hoher Preis, aber er war es wert. Er war es wert. Wallahi, das ist ihre Aussage. So wie ich es euch sage. Wo ist Hasspredigt? Ach so, tut uns leid. Wir sind ja alle ein bisschen doof. Wir sind ja Muslime. Deswegen sind wir alle ein bisschen doof. Nicht falsch verstehen. Aber die denken, wir sind doof. Das heißt, solange das christliche Abendland etwas sagt, und schaut mal, Gerd Wilders wurde freigesprochen, ja? In Holland. Ihr wisst, was er sagt. Er sagt, liebe Geschwister, der Islam ist eine Religion, die zu bekämpfen ist. Und er sagt, dieser Gerd Wilders, und das ist wirklich ein Wilder, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn verdammen in der Dunya und Akhira, der sagt, liebe Geschwister, er sagt, der Koran ist zu vergleichen mit dem Buch Mein Kampf von Hitler. Das heißt, er hat den Koran verglichen wie das Buch Mein Kampf. Und jetzt wurde er vor einen Gericht gestellt, damit es auch aussieht, dass es Gerechtigkeit gibt in Europa. Was denkt ihr denn? Wo sind wir denn, dass es hier keine Gerechtigkeit gibt? Er wurde vor das Gericht gestellt und zum Schluss hieß es Freispruch. Sind doch nur Muslime. Ah, wir machen mal eine Rückspulung. Wenn er das über die Juden gesagt hätte, hätten die Holländer ihn auch freigesprochen? Das können die Leute frei überlegen, was sie hier machen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Auch wurde hereingefragt, liebe Geschwister, auch ein Innenminister irgendeiner. Was ist für diese Männer cool daran? Sie meinen für die Muslime Welt Online, hat ihn gefragt. Was ist für diese Männer cool daran, 5-mal am Tag zu beten und wie vor 1400 Jahren zu leben? Das heißt, was ist so cool daran, ein Muslim zu sein? Hört mal, was er antwortete. Das hat häufig mit Orientierungslosigkeit zu tun. Das heißt, wir sind alle orientierungslos und deswegen beten wir. Ja? Und jetzt geht es weiter. Bindungslosigkeit. Wir haben niemanden. Wir sind arme Geschöpfe. Ja? Und sie sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Nein, sie haben ihn gefunden im Islam herein. Alhamdulillah, der Islam sagt dir, was dein Sinn des Lebens ist. Allah hat uns das gesagt. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Aber vielleicht sucht ihr nach einem Sinn des Lebens. Aber ihr habt ihn ja auch gefunden, die Muslime zu töten und zu erniedrigen. Dann sagt er weiter, sie geben den jungen Männern, wir geben ihnen feste Regeln vor. Das heißt, sie fasten im Monat Ramadan und sie beten, feste Regeln, Hajj, alles schlimm. Kümmern sich intensiv um ihre Belange. Dann lernt doch was von unserer Religion. Alhamdulillah, wir kümmern uns um unsere Brüder, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, niemand wird dann vollständig gläubig sein, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Alhamdulillah, wir kümmern uns, wir setzen unsere Religion um. Und dann sagt er, Konvertiten, das sind die, die zum Islam konvertieren, stehen unter einem besonderen Legitimationsdruck. Sie stehen unter einem besonderen Druck, dass sie mit unserer Jama'a mithalten. Sie müssen doppelt gut, hart und konsequent sein. Allahu Akbar. Er macht sich lächerlich, oder? Wallahi, er macht sich lächerlich. Aber diese Wörter sind für Stammtischdeutsche. Die sitzen dann irgendwann abends bei Elke in der Kneipe und hauen sich die Hucke voll und dann reden sie, ja, hast du doch auch gehört von diesem neuen Salafismus? Fürchterliche Religion. Politischer Salafismus? Was hat Salafismus mit Politik zu tun? Wir haben gesagt, der Weg der Salaf ist begründet in der Religion. Das hat überhaupt nichts zu tun, liebe Geschwister, mit Politik. Aber warum wollen Sie das politisieren? Damit Sie sagen können, das hat nichts mit Religion zu tun und außerhalb des Grundgesetzes uns bekämpfen wollen. Dann schreibt Welt Online, indem sie auch wieder den Rhein eine Frage stellt, warum lehnen einige muslimische Verbände den Präventionsgipfel ab? Heute gibt es einen Präventionsgipfel, es geht nur um uns, liebe Geschwister, Salafisten. Muslime, mit anderen Worten. Wir haben das übersetzt, das sind Muslime, wen sie meinen. Warum lehnen die meisten Muslime das ab? Er sagte, es wäre ein gutes Signal, hört mal bitte, wenn sich alle muslimische Verbände öffentlich klar vom Salafismus abgrenzen würden. Glaubt ihr jetzt Allah, dass er sagt, sie werden euch so lange bekämpfen, bis ihr die Religion verlässt, nicht bis sie euch töten? Was fördern sie? Dass alle muslimischen Verbände sich vom Salafismus, das heißt vom Weg der Salaf, von den tugendhaften ersten Generationen, dass sie sich freisprechen. Sie müssten Imame, die in Moscheen Hass predigen, den Sicherheitsbehörden melden. Ja, also morgen ruft hier alle an und sagt, Abul Baraa ist ein Hassprediger. Okay? Sie sollten auch junge Männer anzeigen, die radikalisiert werden. Radikalisiert heißt, du fängst an, einen Bart zu tragen. Du hast keine Freundin mehr, Jacqueline oder Nanine. Dann bist du radikalisiert und du gehst nicht mehr zu Geburtstagspartys von irgendwelchen Leuten und feierst keine Weihnachtsfeste mehr, dann bist du radikalisiert und du bist ein Schlimmer und du bist prädestiniert für den Terrorismus. Ab jetzt. Ab jetzt wirst du verfolgt von den Verfassungsschutzbehörden. Deswegen, liebe Geschwister, Wallahi, schaut mal, die versuchen nur eine Sache. Und es wird Leute geben, sogenannte Muslime, die werden sich vom Weg der Salaf freisprechen. Aber wir haben gesagt, und wer sich von diesem Weg freispricht, wer einen anderen Weg verfolgt als den Weg der Salaf, als den Weg der Gläubigen, die keine andere waren als die Salaf, wir werden ihn aussetzen, was er verfolgt hat, und wir werden ihn Jahannam aussetzen. Das soll jeder wissen, liebe Geschwister. Und in erster Linie gilt unser Ruf heute an die Muslime. Fürchtet Allah und haltet an diesem Weg fest. Oder liebt ihr eure Vorfahren nicht, Abu Bakr und Omar? Und all diejenigen, die diese Religion verteidigt haben mit jedem Bluttropfen. Liebt ihr diese Leute nicht? Wenn ihr sie nicht liebt, dann sprecht euch von ihnen frei. Aber dann müsst ihr wissen, dass ihr den Weg des Islam, den Weg der Tugendhaften verlassen habt. Das sollt ihr wissen, liebe Geschwister. Und wir sagen Ihnen noch eine Sache. Wir müssen zusammenhalten, liebe Geschwister. Wallahi, es geht an der nächsten Tag um unsere Existenz. Und ihr werdet sehen, heute nach dem Gipfel wird einiges gesagt. Und auch am 26.06. gibt es jetzt Frauenfußball-WM. Und man erwartet, dass dort eine Bombe hochgeht. Vielleicht hat man es ja schon geplant, deswegen erwartet man es. Ja, die Frage ist jetzt, Die Frage ist jetzt, warum immer davor die Konferenzen und nach einem Anschlag sitzen die Neuen da und stellen ihre neuen Gesetze vor. Wallahi, wir sollen aufpassen, was am 26.06. passiert. Und wir haben das in der Geschichte gesehen. Schaut euch in YouTube diesen einen CIA-Mitarbeiter an, der hat sich einen Bart angeklebt, eine Jalabi angezogen, eine Imama und hat als Qaida-Sprecher vorgesprochen. Wo ist das Problem? Denkt ihr, diese Leute sind nicht bereit, eine falsche Bombe zu zünden? Verschwörungstheorie, wir wissen ja, alles was gegen sie ist, ist Verschwörungstheorie. Diese Leute, wallahi, sind bereit zu allem. Als die Mitarbeiter von Bush nach dem 9.11. befragt wurden, hätte dieser Mann, die Mitarbeiter, keine Muslime, hätte dieser Mann es wirklich drauf, so viele Leute in Brand zu setzen oder zu töten, sie haben gesagt, der hätte noch mehr drauf. Das waren die eigenen Mitarbeiter von Bush. Und wie viele falsche Dinger wurden gezündet, nur um sie dann in den Schuhen der anderen Leute zu schieben. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, ich ermahne mich und euch, der Weg der Salaf ist der richtige Weg. Allah hat uns im Koran Muslime genannt, aber wir folgen trotzdem den Salaf. Und dieses Wort, was sie jetzt unter den Leuten verbreiten, Salafismus, sie meinen nichts anderes damit als den Islam, weil du kannst diese Sachen nicht voneinander abgrenzen. Der Prophet Muhammad hat zu Fatima radiallahu anha gesagt, ich bin dein vorzüglicher Vorfahre. Willst du dich von ihm freisprechen? Bitte schön, dann tu das, aber wisse, was die Konsequenzen sind. Aber wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, dann wirst du dem Weg von Allah und seinem Gesandten folgen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله سبحانه وتعالى er ist derjenige, der seine Diener recht leitet, liebe Geschwister. O Allah, mache, dass wir immer standhaft auf deine Religion bleiben. O Allah, lass uns niemals von dem Weg der Gläubigen abirren. O Allah, du bist derjenige, der die Herzen wendet. Wende unser Herz nur in Richtung deiner Religion. O Allah, du bist derjenige, der verzeihend ist. Verzeihe allen, die dieses nicht wussten, dass der Weg der Salaf der richtige Weg ist und führe sie zu dem richtigen Weg und anderen dazu. O Allah, du hast es in der Macht, dass du uns am Tage der Auferstehung mit einer Glückseligkeit belohnen kannst, für immer im Paradies. So belohne uns, ja Allah, denn du hast den Gläubigen versprochen, dass sie das bekommen, was du ihnen versprochen hast. O Allah, zähle uns unter den Gläubigen und mache, dass wir zu den besten Menschen gehören, die deine Religion verteidigen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.